Der doch noch relativ junge meteorologische Herbst scheint genau das nachholen zu wollen, was der Sommer nicht geschafft hat. Im Sommer gab es im Prinzip nur Sonnenschein, Wärme und Hitze und im Herbst jetzt seit der Umstellung von der ersten auf die zweite Septemberdekade in den Regenrhein nur noch Regen. Grüße Sie und grüße euch. Und die nächsten Tage werden auch nass weitergehen. Und danke Moritz für das Foto. Wenn es dann mal im Oktober so aussieht, zum Beispiel, das Regengebiet ist durchgezogen und es stülpt sich ein Hoch oder ein Zwischenhoch drüber, dann werden wir Nebel bekommen ohne Ende. Bis dahin sind die Böden pitschnass. Wir schauen mal ganz kurz in die Böden rein. Das ist die klimatische Wasserbilanz des meteorologischen Herbstes eben bis jetzt seit dem 1. September. Da haben wir in Berlin und Brandenburg wieder ein aufkommendes Defizit. Das wird wettgemacht durch den Regen, der jetzt fallen wird. Und in den Gebieten, die im Sommer unser Sorgenkind waren, wo wir diese extreme Trockenheit und Dürre hatten, die haben jetzt den Regen abbekommen. Und hier sind wir positiv. Das heißt, ein Niederschlagsüberschuss derzeit. Der wird noch ein bisschen anwachsen. Wir gehen mal in die Böden rein, da wo es immer besonders trocken war. Und wir beginnen mit Potsdam. Da hat es immer mal wieder geregnet und da ist so die oberste Krume mal kurz nass gewesen und ansonsten ist es noch weiterhin trocken. Aber schaut euch mal diesen Balken hier an in Orange, der wird immer kleiner. Das liegt unter anderem daran, dass die Feuchtigkeit aus den oberen Bodenschichten langsam runtersickert. Und wenn das langsam runtersickert, dann gibt es da so kleine Kapillaren, so Mini-Strömungen oder Röhrchen, da kann das Wasser runtersickern und das dauert manches Mal Wochen bis Monate, bis es dann im Grundwasser ankommt, während den Anfängen. Dann zum Beispiel in Fulda in Hessen ist jetzt der obere Boden mal nass geworden. Auch hier wird es in tieferen Bodenschichten langsam weniger trocken, um es mal so auszudrücken. Und es kommt ja noch Regen hinzu. Und in Mannheim hatten wir auch ganz, ganz große Trockenheit. Da war im Sommer alles braun. Die Wälder, die Laubwälder waren ja schon entlaubt zum Teil und hier ist es jetzt feucht geworden und das sickert immer weiter nach unten. Und auch ein großes Sorgenkind in Kitzingen, wo ich im August selber noch war, da war so, das ist alles dürr gewesen, alles. Da hat man in den Boden gegriffen und es hat nur noch gestaubt. Siehe da, aha, da ist es endlich nass geworden und es gibt weiteren Regen. Und das soll runterkommen in den kommenden 10 Tagen nach dem europäischen ECMWF-Modell zwischen 25 und 95 Liter auf den Quadratmeter. Auch im Sauerland gäbe es bis zu 95 Liter. Ist eine ganze Menge bis Anfang Oktober. Und das amerikanische GFS-Modell, das sehr hochdruckgeprägt war von gestern Abend, für die kommenden rund 2 Wochen würde 10 bis 85 Liter bringen. Und der sogenannte 18er, der jetzt in der Nacht gilt, der haut aber mal einen raus, da hätten wir rund 20 Liter im Nordosten, aber in Alpennähe bis über 150 Liter auf den Quadratmeter. Und wenn wir uns das mal von Frankreich über die Schweiz, dann Österreich und auch Bayern reinziehen, sowie auf der Alpensüdseite, das sind große Niederschlagssummen, die in den Hochlagen alle als Schnee kommen. Da wird eingedeckt, eingedeckt, eingedeckt. Und das hat übrigens auch schon was mit der Saison im nächsten Sommer zu tun. Der Schnee, der jetzt fällt und gedrückt wird und wieder anfrieren wird, der wird länger überleben, als das in diesem Jahr der Fall war. Das ist der Niederschlag, der gestern runtergekommen war, vor allen Dingen im Westen. Deutschlandweit waren es 3,7 Liter. Da sind wir jetzt bald bei 140% des Monatssolls angekommen. Die Tiefstwerte gestern im Harz 1 Grad, Berlin 11 Grad und auf der See der wärmste Wert 12 Grad. Höchstwerte hatten wir in Sachsen-Anhalt, in Sachsen und in Bayern 18 Grad, 9 Grad waren es in den westlichen Mittelgebirgen. So geht es von der Wetterlage her weiter. Übrigens, der September ist mit dem gestrigen Tag auf ein Mittel von 13,92 gefallen und hat jetzt einen 13er Schnitt. Ist noch leicht zu mild. Dieses kräftige Tief rührt sich über der Nordsee und wir sind in der hochreichenden Kaltluft drin. Isobarendrängung liniengleichen Luftdrucks bedeutet Wind und immer wieder Schauer, teils auch Gewitter. Und da sind auch Graupelkörnchen mal dabei mit Temperaturen von etwas über 0 Grad in 1500 Meter Höhe. Das ist eine Witterung, die wäre eigentlich so Mitte, Ende Oktober bis Anfang November normal. Aber Ende September, das ist schon eine ziemlich krasse Hausnummer. Gehen wir auf den Samstag. Da ist das eine Tiefsystem abgezogen. Wir haben da noch so eine Delle drin und dann kommt ein
neues Tief herangezogen mit seinem Frontensystem, das kurz mal etwas mildere Luft bringt. Danach geht es gleich kühler weiter. Da gibt es keine größere Zwischenhochphase für ganz Mitteleuropa. Es wird am Donnerstag und Freitag zumindest mal im Norden netter. Und dann in der nächsten Woche, Stand derzeit, auch das europäische ECMWF-Modell sieht das so, mit einer Kaltluftschüssel rund um das Baltikum, die uns auch beeinflussen wird. Das heißt, auch hier wird keine sonnige und milde Witterung aufkommen. Und wenn, dann wäre es ohne Wind eher neblig. Also da weiterhin Kühle mit möglichem Regen. Regen ist heute das Stichwort. Wir haben immer wieder Regen. Mal regnet es über Stunden, dann gibt es die Schauer und Gewitter, teils mit Graupel dabei. Zwischendurch zeigt sich die Sonne, wobei ab so etwa 15, 16 Uhr im Flachland die Sonne mal ein bisschen häufiger zum Zuge kommt. Und in den Alpen schneit es, Schneefallgrenze 1500 Meter Höhe. Der Wind kommt stark bis stürmisch aus südwestlichen Richtungen. Jetzt ist auch die Schneefallgrenze drin, bei 7 bis 15 Grad. Und das fühlt sich natürlich alles gesäßkalt an. Arschkalt wollte ich jetzt nicht sagen. In der kommenden Nacht zieht von Südwesten wieder ein neues Regengebiet heran. Im Nordwesten gibt es Schauer und Gewitter. Tagsüber haben wir morgen wieder viele Schauer und Gewitter. Im Süden regnet es längere Zeit. In den Ostalpen gibt es auf der Alpen-Nordseite etwa vom Chiemgau und dem Berchtesgadener Land an bis Niederösterreich ein paar Föhnlücken. Schneefallgrenze im Schwarzwald 1200 Meter Höhe, in den Alpen 1800 Meter Höhe. Der Wind nicht mehr ganz so ruppig und die Temperaturen erreichen 7 bis 15 mit möglichem Föhn knapp 20 Grad am Alpen-Nordrand. Der Ostalpen. Noch etwas zum morgigen Tag. Die Schauer und Gewitter werden dann vor allen Dingen im Westen und Norden weniger am Nachmittag, die Sonnenscheinanteile höher und es wird super fotogen werden mit den Regenbögen am Horizont, dem tiefblauen Himmel und den Schauerwolken, die man da sieht. Also Handy und Fotoapparat bereithalten. Donnerstag kommt wieder neues Gewölk von Westen herangezogen mit Regen, im Osten eine Spur freundlicher, in den Alpen weiterhin trüb, oberhalb 1600 Meter Höhe Schnee, auf der Nordsee sonniger, der Wind kein größeres Thema, außer an der Ostsee. Höchstwerte 9 bis 17 Grad. Am Freitag im Südosten weiter Regen bis zur Mittagszeit. Am Nachmittag schwächt er sich ein bisschen ab. Schneefallgrenze 1500 Meter Höhe. Die Alpen werden zugeschüttet mit Schnee. Im Norden hingegen Sonnenschein, Sonnenschein und Sonnenschein. Höchstwerte 12 bis 17 Grad. Im Regen sind es 6 bis 11 Grad. Das ist ziemlich klamm. Dann verabschieden wir einen durchschnittlichen September in Sachen Sonne und Temperatur und einen sehr, sehr nassen September. Und der Oktober beginnt mit dem Modelloutput. Am Samstag haben wir ein Regengebiet, das hereingedroschen kommt. Dahinter folgt Schauerwetter. Diese kleinen Dupfer hier stehen für Regen. Je mehr das sind, desto kräftiger ist der Regen. Und dahinter die Dreiecke mit dem Dupfer drauf, eben die Schauer bei 9 bis 17 Grad. Im Osten hält es anfangs noch. Der Wind dazu stark bis stürmisch auffrischend aus südwestlichen bis westlichen Richtungen. Sturmfeld erreicht vor allen Dingen die Gebiete südlich von Mosel und Main. Es wird hier ganz schön ruppig werden. Am Sonntag dann viele Schauer und einzelne Gewitter bei 9 bis 19 Grad. Die 19 Grad bekommen wir im Süden Österreichs. Im äußersten Norden, da wo die Kreise so hell sind, da scheint die Sonne. Das ist der sogenannte Skandinavienföhn. Weiterhin sehr viel Wind. Windhauptfeld im Südosten, Leitplankeneffekt am Alpenrand. Und am Montag, dem 3. Oktober, Stand derzeit, dreht sich immer noch diese Kaltluftschüssel. Da hätten wir diagonal von der Nordsee bis in den Osten Österreichs noch weitere Regenfälle. Im Südwesten wäre es freundlicher, Temperaturen ändern sich wenig. Haben wir gestern nicht gemacht, gehen wir ganz kurz noch auf die Ensembles ein. Ihr wisst, rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie, das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in bunt finden. Unten sind die Niederschlagssignale. Im Norden fällt auf, es bleibt bei unterdurchschnittlichen Temperaturen. Der sogenannte Hauptlauf, den wir gerade angeschaut haben, ist eher weit unten. Und es gibt auch weiterhin die zwei Clusterlösungen. Das heißt, eine Bündelung ist und bleibt im kalten Bereich. Andere machen mal kurze Ausreißer nach oben. Und es wird die ganze Zeit über immer wieder Regenfälle geben, vor allen Dingen Anfang Oktober. Im Westen kommen wir aus dem ganz kalten Quark heraus und gehen dann in Durchschnittstrott weiter. Vorübergehend kann es dann mal sogar zwei, drei Tage trocken sein, dann kommt neuer Regen auf. Im Osten weiterhin unterdurchschnittliche Temperaturen, das geht so weiter. Da gibt es auch Anfang Oktober durch dieses Sturmtief, das hereingedroschen kommt, dann den Regen. Und im Süden Deutschlands erst unterdurchschnittliche, später durchschnittliche Temperaturen und fast durchgehend nass. Das war's. Bis später.